Liverpool to Portsmouth, yeah, that chorus got the crowd screaming. Hey Leute, Philipp hier mit einem neuen Commentary für euch. Ich wollte schon wieder sagen Live-Commentary, denn davon habe ich in letzter Zeit echt ganz schön viele gemacht. Und zwar ist das auch sozusagen mein kleines Tagesthema heute. Und zwar, weshalb es in letzter Zeit so wenig Videos gibt und beziehungsweise auch geben wird. Ja, tut mir leid. Ich habe nämlich gerade Prüfungen in der Schule. Und zwar ist es so, dass wir da über 3 Wochen jetzt 26 Prüfungen haben, immer so 1,5 Stunden ungefähr lang. Und deswegen habe ich momentan ganz schön um die Ohren und habe eher wenig Zeit gefunden, jetzt irgendwie groß was zu zocken bzw. Videos zu machen. Und dafür möchte ich mich entschuldigen bei euch, weil ich ja eigentlich gesagt habe, dass ich so, also ich mache immer so ungefähr 3 Videos pro Woche, so jeden zweiten, dritten Tag ein Video, sowas in dem Dreh. Und das werde ich auch auf jeden Fall wieder machen, denn nach den Prüfungen habe ich Praktikum und da habe ich auch sehr viel freie Zeit und dann sind ja auch schon wieder Ferien, also da werdet ihr auf jeden Fall zugebombt mit Videos, da wird eure Subbox ganz schön voll sein und explodieren von meinen ganzen Videos. Ja, da werde ich auf jeden Fall viel machen. Ich habe schon eine ganze Menge Ideen. Mein ganzer Ideenstrom ist schon konzentriert auf neue Videos und zukünftige Ideen. Und zwar habe ich da jetzt ein, zwei Sachen, die kann ich schon mal so vorne wegnehmen. Und zwar habe ich eine Montage, an der ich momentan arbeite. Das ist wieder so eine Montage, die ich so ähnlich schon mal hatte. Ich hatte ja da so eine MW2 COD4 Montage gehabt und da werde ich jetzt sowas ähnliches machen. Und zwar einfach generell so eine Mixtage aus alten CODs. Denn mit Black Ops habe ich, um ehrlich zu sein, eigentlich, naja, also was soll ich sagen, ich snipe da hin und wieder so ein bisschen, aber mehr mache ich da eigentlich auch nicht. Da habe ich auch wirklich mehr gar keine Laune eigentlich. Und ja, deswegen bin ich da halt so ein bisschen wieder zurückgegangen zu den alten CODs. MW2 hatte ich ja schon eine Zeit lang richtig intensiv wieder gespielt. Jetzt eine Zeit lang wieder Black Ops, habe mir ein paar Bombspots angeguckt, also so mit Tomahawks und sowas. Das war echt cool, Suchen und Zerstören. Da auch ein bisschen gesniped eine Runde und sowas. Da habe ich auf jeden Fall schon ein paar Clips zusammen. Werde ich jetzt auch nochmal auf MW2 und vielleicht sogar nochmal World at War gehen und da mal schauen halt. Weil, also der Hauptgrund, weshalb ich überhaupt auf alte Call of Duties zurückgehe, ist wirklich die Verbindung, weil es ist halt so, dass man bei den neuen Spielen, bei MW3 geht's noch, aber gerade bei Black Ops 2 ist es halt wirklich so, dass es verbindungsbedingt ist wie sonst was. Also bei MW3 ist es teilweise auch schon so, bei MW2 ist es noch mit am besten, aber ansonsten muss man halt immer hoffen, dass es halt eine gute Verbindung ist, dass ich selber Host kriege und sowas, weil sonst kann ich das alles schon in die Tonne kloppen. Da weiß ich schon, dass das Spiel schlecht wird, dass die Typen manchmal irgendwie 20 Schuss schlucken und ich in 3 umfalle. Kennt ja jeder, der COD spielt. Ja, und deswegen ist das halt so ehrlich doof. Also, weil ich würde gerne Black Ops 2 spielen und die neuesten Spiele und sowas, damit ich da halt immer up to date bin und sowas sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auf jeden Fall noch eine ganze Menge Gameplays von Black Ops 2. Also, wenn euch das jetzt so nicht gefällt hier mit alten Gameplays, jetzt hier seht ihr im Hintergrund ein MW2 Gameplay, so ein kleiner Nuke-Fail mit einem trotzdem richtig guten Score zum Schluss, dann sagt mir bitte Bescheid, dann lade ich da auch noch Gameplays hoch. Ich habe noch mehrere Nuklear-Gameplays recorded und Road to Commander habe ich auch noch lauter Videos, die müsste ich eigentlich auch nochmal wieder hochladen, mal die ganze Serie so ein bisschen reviven, zum Leben erwecken. Naja, also das sind so momentan die Ideen. Ihr merkt, ich habe jetzt auch kein wirkliches großes Thema oder mir war groß was ausgedacht für das Commentary, sondern einfach so ein bisschen erzählen, ein bisschen labern. Ja, und sagt mir bitte, was ihr von den ganzen Ideen haltet und sowas. Also, was ich auch gemacht habe, ist Autotune-Trolling. Da bin ich, ich habe mir so ein paar Kabel gekauft für 10 € bei Saturn, ganz billig, der Zeug. Und da habe ich das an mein iPhone angeschlossen, da gibt es so eine App. Und damit kann man seine Stimme autotunen. Und das Ganze geht auch über GarageBand, da kann man halt die Stimme richtig hoch oder tief machen. Und das ist auch ganz lustig, also sagt mir Bescheid, wenn ihr daran Interesse hättet. Ja, also sagt Bescheid. Und das hier ist übrigens ein richtig cooler Clip, weil ich kill jeden Gegner, glaube ich, in einem Burst, außer dem Painkiller-Typen. War ganz gut. Ja, also, und das macht dann echt Spaß. Also wie ihr seht, hier geht es richtig ab, gerade mit den Killstreaks und auch generell mit meiner Accuracy, die ist ganz gut in dem Spiel gewesen. Und das vermisse ich echt so ein bisschen, also diese Belohnung sozusagen für gute Spieler, dass man jetzt halt die schlechten Spieler mal mehr in den Vordergrund zieht mit Lag Compensation und sowas, das geht mir echt auf den Sack. Aber naja, wie auch immer, kann ich jetzt nichts dran ändern. Call of Duty Ghosts ist angekündigt worden, wollte ich eigentlich ein Video machen drüber, hatte ich aber wieder keine Zeit. Hier sterbe ich schon wieder kurz bei meinem Chopper, hätte ich auch wieder schreien können. Naja, Call of Duty Ghosts, neues Spiel, der Trailer wurde richtig, richtig geflamed von den meisten Leuten, habe ich mich
sehr amüsiert über die Kommentare, aber am 21. Mai ist der neue Xbox-Reveal von der neuen Xbox, die wahrscheinlich rauskommen wird, und da werden sie auch Präsentationen von Call of Duty Ghosts machen. Das Ganze findet am 21. Mai, ich sag's nochmal, statt. Um 19 Uhr wird auf Xbox gelivestreamt, also das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, und da werde ich dann garantiert ein Video machen, damit ihr da nichts verpasst, nochmal meine Meinung dazu hört, und ja, das war's sozusagen von mir. 100 Abonnenten haben wir fast, dann machen wir ein richtig großes Special, Tobi und ich. Da haben wir uns auf jeden Fall schon ein paar coole Real-Life-Ideen auch ausgedacht. Und da wird auf jeden Fall noch was kommen. So, jetzt seht ihr hier noch gleich einen kleinen Ausschnitt von der Montage, von der ich erzählt habe. Das ist ein kleiner Clip aus Black Ops 1, nichts Besonderes, aber immerhin. Und ansonsten, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, da würde ich mich sehr freuen drüber, und abonnieren nicht vergessen. Bis dann. What? Oh, you're sick, bro.